Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Deus Ex Human Revolution. Wir müssen jetzt da drüben hin und den Virus hochladen und hier durch die Leichenkammer kommen wir definitiv nicht dahin. So. Lauf, 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 lauf. Wir haben 22 verfügbare Praxiskits. Wie zum Teufel haben wir denn auf einmal wieder alle freigeschaltet gekriegt? Was das Hacken angeht, sind wir jetzt wieder weit vorne. Brauchen wir nicht. Tarnsysteme, Schleichoptimierer. Nee. Brauchen wir nicht. Batterien. Na komm, wisst ihr was? Das rüsten wir auch mal komplett auf. Ja, ein bisschen besser schießen ist auch nicht so verkehrt. Zwei Punkte noch. Implantierte Atmungs... So. Wir könnten einmal das Tarnfeld wieder kaufen. Jawohl. Jetzt sind wir doch gut aufgestellt, ey. Wollo. Gar nicht gemerkt, dass wir so viel auf einmal wieder, dass wir irgendwie unsere Punkte wieder gekriegt haben irgendwann. Echt nicht gemerkt, weil so viel Level haben wir nicht gemacht. Na gut, erstmal das Gebäude hier verlassen. Ich weiß, nur die Ruhe. Habe ich jetzt ich habe doch eigentlich auch wieder meine ganzen Dinger hier mitgenommen, ne? Dann packe ich den mal auf den neuen. Weil ich habe keine Lust, immer alles hier zu hacken, ey. So. Nur auf Gegner. Ah, der Roboter. Da kommen wir auch noch hin. Gut zu wissen. Stufe 4. Komm. Hallo Roboter. Lasergewehr, schallgedämpft, habe ich schon. Oh, die Munition nehme ich gerne. Ah, dass hier sonst nichts ist.
Ja. Kann ich irgendwo hier den Jensen, Alarm vier aufstellen? GPLs sind wieder da, darunter auch Iris. Koss, Colvin, Faraday. Eines fehlt mir. Das von Dr. Reed. Ich weiß. Bleiben Sie dran. Und dann müssen Sie noch etwas versuchen. Versuchen? Was denn? Schicken Sie ein Feedback. Es muss so stark sein, dass Ihre Implantate vibrieren. Sie müssen es spüren. Ein Zeichen, was? Nicht schlecht, Jensen. Wird sofort gemacht. Alter, was war das? Zugriff gewährt. Ihr hättet euch nicht mit meinem Roboter anlegen sollen. Tja. Danke. Vielleicht hätte ich das Sprinten optimieren sollen. Ich Idiot. Na egal. So. So, durch den Fahrstuhl und weiter geht's. So, also die drei Forscher haben mich schon mal befreit. Denke ich mal. Also die haben jedenfalls das Signal gekriegt, das hat ordentlich gerumst. Wir haben unsere Punkte wieder. Und da sind zwei Roboter. Alter, what the fuck? Was ist das für... Wie krank? Ihre Hartnäckigkeit, Adam Jensen, ist wirklich lästig. Es wird Zeit, sie zu stoppen. Daraus wird nichts auch. Ich weiß inzwischen alles. Ich weiß, was Sie und Ihre Mitverschwörer vorhaben. Ach, sehr clever. Ein neuer Biochip? Ein Software-Upgrade, das Augmentierungen abschwächt? Sie arbeiten an einem Killswitch. Deshalb haben sie Megan Reeds Team entführt. Und sie wollen den Markt kontrollieren, um ihn zu verbreiten. Alles nur, weil sie Leute wie mich fürchten. Augmentierte Menschen, die ihnen die Stirn bieten. Niemand fürchtet sie, Mr. Jensen. Ihre Schnüffeleien und kindischen Störungen haben nichts bewirkt. Sagen Sie, waren Sie kürzlich in einer Lungenklinik? Lassen Sie mich raten, das sollte mich gerade abschalten, oder? Damit ich bettelnd auf die Knie falle. Ihre Systeme wurden deaktiviert. Sie müssten offline sein. Dass Frauen uns Männer aber auch immer unterschätzen. Da ist... Der... Ja, wollte ich sagen. Bleiben sollen, Jensen. Ich habe sein Gesicht nur gesehen. Ah, der ist ja komplett. Alter Mann. Ich hätte etwas daraus lernen. Kennen Sie, dass Sie keine Chance haben? Sie kommen hier nicht raus. Sie laufen rum wie ein verängstigtes Kind.
So. Wie kann man nur so planlos sein? So. Okay, ich hatte wirklich mehr von Ihnen erwartet. Reicht wie ein Blinder. Direkt auf den Abgrund zu. Nein. Ich bin hier, mein Freund. Kommen Sie schon. Ich dachte, ich hätte sie schon bei unserem letzten Treffen getötet. So, ich will mich die Roboter deaktivieren, deswegen gehe ich überhaupt hier rein. Komm. Sie sind mir bis hierher gefolgt. Jetzt müssen Sie mich nur noch finden. Leben Sie wohl, mein Freund. Alter! Okay, also die Waffe, die Laserwaffe hat es ungefähr gar nicht gebracht. Oh nein. Bitte nicht schon wieder das Palaver. Alter, nee, 9, das behalten wir mal. Obwohl 0, können wir ihn vielleicht am Anfang kurz ausschalten. Überspringen. Erkennen Sie, dass Sie. Alter, willst du mich verarschen? Ich bin hier, mein Freund. Kommen Sie schon! Ich habe meine Befehle. Und Sie... Ach. Okay, erstmal von hier oben weg. Das... Alter, dass er genau da eine EMP-Nummer hingeworfen hat. Wie dumm war das denn? Ich habe doch vorher auf die Taste 9 gedrückt, dass er die Scheißwaffe wechselt, Alter. Okay, 2. Dann bleiben wir einfach da drauf. Zack, überspringen. Ich wusste, sie tauchen hier irgendwann auf. Okay, und bei mir ausschalten, Alter, ja. Hierher gefolgt? Jetzt müssen sie mich nur noch finden. Hören Sie jetzt. Jetzt, wo das. Als ich hörte, dass sie leben, habe ich's nicht geglaubt. Ich hatte wirklich mehr von ihnen erwartet. Oh, sehen Sie sich an. Sie laufen rum wie ein verängstigtes Kind. Erkennen Sie, dass Sie keine Chance haben? Sie kommen hier nicht raus. Aber jetzt haben Sie zurück. Ich bin hier, mein Freund. Alter! Das kann doch nicht wahr sein, ey. Das
kann da echt nicht wahr sein, Mann. Unter uns. Ich dachte... Was ist das für eine Waffe von ihm? Das ist wahrscheinlich der Taifun und dann explodiert da alles oder was? Alter. Ich bin hier, mein Freund. Kommen Sie schon. Ich hatte wirklich mehr von Ihnen erwartet. So. Sie hätten diese Jagd schon längst aufgeben sollen. Darauf habe ich lange gewartet. Sehen Sie sich an. Wie ein verängstigtes Kind. Ja. Alter. Bringen Sie es zu Ende. Erst wenn Sie mir sagen, wo Megan ist. Sie haben sie verloren, Jensen. Männer wie wir kriegen nie zurück, was wir lieben. Nicht? Wir werden Megan Reed definitiv noch finden, Alter. Girl Namir. Besiegt, Alter. Plasmagewehr. Willst du mich verarschen? Mit so wenig Schuss? Alter. Zehn Plasmakugeln, Alter. Wir wollen einen Witz. Also man kann hier voll viel looten, Alter. Aber es ist nicht das, was ich brauche. Betäubungsgewehr. Rotpatronen, ja, die könnte man nehmen. Ups. Standardgewehr. MP-Munition. Rot. Ne, das ist eher weniger. Hauptsache, wie... Du kannst hier jede Waffe gerade auswählen, ey. Voll viel Schrot vor allem. Ey, egal. Gehen wir mal weiter. Okay. Bin mal gespannt, wo es uns jetzt hin verschlägt hier. Jaren, sind Sie das? Nicht ganz. Adam? Oh mein Gott, Adam, du bist es. Du bist verletzt. Was ist passiert? Was ist mit dir passiert? Ich habe mein Leben für dich riskiert, Megan. Um die halbe Welt bin ich gereist. Und wofür? Es ist nicht, wie du denkst. Steckst du damit drin? Nein, nein, Adam, ich schwör's dir. Die Entführung war echt. Der Angriff auf Seraph Industries. Sie waren hinter mir her. Sie wollten meine Forschungen. Und wann hast du beschlossen, sie ihnen zu geben?
so ist es nicht gewesen. Ich wollte es dir sagen, aber ich konnte es nicht. Ich konnte es nicht. Und dann sagte David, wir müssten sie benutzen. Um der Menschheit willen. David, wovon redest du? Von meiner großen Entdeckung. Die Genstruktur, die ich entdeckt habe, erleichtert den Einsatz von Implantaten. Ich fand sie in dir, Adam. Ich habe deine DNA benutzt. Ich wollte es dir sagen, wirklich. Aber David überzeugte mich, was das für die Menschheit bedeuten könnte. Wie viel besser wir sein könnten. Erst Hugh hat mir die Augen geöffnet. Hugh. Hugh Darrow. Ihm gehört diese Anlage, nachdem Namir uns hergebracht hatte. Pritchard, verbinden Sie mich mit Seraph, sofort. Hugh gibt nur vor, mit Taeyong und den anderen zusammenzuarbeiten. Er hat rausgefunden, was sie vorhaben und ihnen seine Hilfe versprochen. Aber nur, um sie aufzuhalten. Ihr Kontrollsignal wird nicht funktionieren. Herr Generalsekretär, geschätzte Abgeordnete, Ladies und Gentlemen, David Seraph hat mich gebeten, Sie heute hier zu versammeln, damit wir uns offen und ehrlich über ein globales Problem unterhalten können. Ein Problem, das selbst jetzt droht, unsere Gesellschaft zu zerreißen. Vergib mir. Das Kontrollsignal modifiziert. Alle neuen Biochips sind betroffen. Davon hat Hugh nie etwas erwähnt. Ich hole jetzt die Wissenschaftler. Nein, Adam. Ich kenne die Anlage besser als du. Ich suche sie. Da drüben ist ein Hangar. Geh in den Kontrollraum und fahr das Dach ein. Mach uns den Weg frei. Alter, die werden ja zu richtigen Zombies. Wie krass ist das denn? Aber wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir doch ein Like da, kommentiert, was verbessern kann, abonniert mich, damit ihr auf dem neuesten Stand bleibt. Bis dann, haut rein!